Ihre Nene, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Fuß, dann sing Nene-Nene-Nene. Beeil dich, Martin. Ich will zum Karate nicht zu spät kommen. Was meinst du, lernen wir diese Woche? Keine Ahnung. Also wirklich, Henry. Ich habe eine Überraschung, Kinder. Eure harte Arbeit soll belohnt werden. Wir wurden gebeten, eine Aufführung vor der ganzen Schule zu machen. Sie meinen, die ganze Schule wird mich tanzen sehen? Mit denen? Ja, ist das nicht wundervoll? Ich werde die schönste Wolke aller Zeiten sein. Ich will aber kein Regentropfen sein. Ich will bei der blöden Aufführung überhaupt nicht mitmachen. Red keinen Unsinn, Henry. Du tanzt doch ganz gerne. Du tanzt den ganzen Tag im Haus rum. Das ist nicht dasselbe. Außerdem will ich viel lieber in den Karatekurs gehen. Fang nicht wieder damit an, Henry. Du machst Ballett. Punkt aus. Aber in Karate bin ich gut. Und Ballett kann ich überhaupt nicht. Madame Tutu sagt, du musst mehr üben, Henry. Sonst siehst du beim Tanzen aus wie ein Elefant. Sei nicht so gemein, Henry. Kann ich nicht in Karate gehen, Mama? Bitte. Zum letzten Mal nein. Henry, und jetzt probier dein Kostüm an. Ein Regentropfen? Du musst als Regentropfen rumhüpfen? Ja. Das sieht bestimmt witzig aus. Tröpfchen, Tröpfchen. Meinst du, dass mich dann alle auslachen, Bert? Die machen sich vor Lachen alle in die Hose. Naja, aber es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du wärst eine Pfütze. Ich muss mir dringend was einfallen lassen. Schau mal. Linda! Ich möchte viel lieber was anderes sein. Ich auch. Die Blume ruiniert mir die Frisur. La, 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 la. Und eins, und zwei, und drei. Guten Tag, meine lieben Schüler. Guten Tag, Madame Tutu. Beginnen wir gleich mit der Generalprobe. Nehmt bitte alle eure Position ein. Linda? Du warst auch gemeint. Vielen Dank. Gut, die Wolken dort drüben, die Blumen da drüben, Gewitterwolke dahin und die Regentropfen hier vorne. Es geht los. Leicht wie ein Soufflé, Kinder. Leicht wie ein Soufflé. Madame, Henry schubst mich. Och, und plié. Konzentration, Laura. Denk an ein Gewitter. Madame, Henry tritt mich. Ferse spitze, Ferse spitze. Drehung nach links und... Schön die Arme schwingen. Oh. Pass doch auf. Madame, Henry rampelt uns an. Und Pirouette. Oh. Silence.
Madame Tütü. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht sollte ich lieber nicht auftreten. Jetzt höre mal, Henry. In meiner Klasse gibt niemand auf. Ach nein? Nein. Jeder hat Talent, wenn er an sich arbeitet. Und du wirst mit allen anderen auf der Bühne stehen. Verlass dich drauf. Oh. Was mache ich nur, Bert? Mir muss langsam was einfallen. Vielleicht wird die Aufführung ja so mies, dass du da überhaupt nicht auffällst. Das ist es! Genau! Bert, ich muss mir deinen Karateanzug ausleihen. Hey, danke! Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung. Flau im Magen. Meine Mutter habe ich schon gesehen. Wir sind Wolken. Und wir sind die besten Wolken, die es gibt. Kommt jetzt, Kinder. Es wird Zeit, eure Kostüme anzuziehen. Wird es Zeit für mein Kostüm. Oh, ich hoffe, Peter ist nicht zu nervös. Und ich hoffe, Henry tanzt nicht aus der Reihe. Auf eure Plätze, Kinder. Beeilt euch. Wo ist Henry? Herzlich willkommen zu unserem Ballettabend von Madame Tütü mit ihrer Anfängerklasse. Wir freuen uns alle auf ein neues Stück mit dem Titel Ich höre ein Gewitter. Oh, sieht Peter nicht entzückend aus? Ich kann Henry nirgends entdecken. Wie siehst du denn aus? Naja, wenn's kracht und donnert, muss es auch einen Blitz geben. Halt! Du bleibst hier stehen, rühr dich ja nicht vom Fleck und versuch bloß nicht zu tanzen. Aber hier sieht mich doch niemand. Ja, ganz genau. Ha, geschafft. Karateunterricht, ich komme! Oh je. Henry. Henry, tanzt einfach irgendwie mit. Also das war sehr experimentell und sehr modern. Ja, äußerst modern. Oh, du warst super, Henry. Ja, und du warst auch kein so übler Wolkenzwerg. Oh. Das war das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Du solltest mit uns in Karate gehen, Henry. Vielleicht mache ich das, Alf. Wäre gut möglich. Ich habe keine Ahnung, wo diese Musik auf einmal herkam. So etwas Peinliches. Überhaupt nicht.
Toll gemacht, Henry. Scheint, als hättest du die Aufführung gerettet. Ja, Henry. Scheint tatsächlich so. Und weißt du was, Henry? Ja? Madame Tutu hat vorgeschlagen, dass du ab jetzt zweimal die Woche in ihren Unterricht gehst. Ach, er ist ja so talentiert. Heute noch als Blitz auf der Bühne und schon morgen als Stangenbohne. Als Stangenbohne?